Guten Tag, Olli. Heute auf deinem Geburtstag haben die Leute von das MSV Media Team uns noch ein anderes Geschenk gegeben. Wir dürfen einander was schöne Fragen stellen, sodass wir ich dich eigentlich noch mal besser kennen. Noch besser kennen, ja. Ja. Okay. So, ich bin gespannt. Willst du schon? Nee, komm, ich starte. Schnell oder langsam? Schnell. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Stollen oder Nocken? Stollen. Vegane Wurst oder keine Wurst? Bitte? Vegane Wurst oder keine Wurst? Oder keine Wurst? Ja. Boah. Ich glaube, vegane Wurst. Positiv oder negativ? Positiv. Da musst du überlegen? Nein, aber ich habe gedacht, mit der Corona. Ich dachte, positiv oder negativ. Also. Mittlerweile, gut. Rasen oder Kunstrasen? Rasen. Ja. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Sommerhaus der Stars oder Big Brother? Du musst selber mitmachen. Du kannst entscheiden, welche dass du mitmachst. Sommerhaus der Stars. Okay, geil. Aber nur, weil ich das lieber gucke. Nachtmensch oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Kino oder Couch? Couch. Den entscheidenden Elfmeter halten oder den entscheidenden Elfmeter verwandeln? Boah, das ist ein schwerer. Ja, ist gut. Kann ich nicht beides machen? dann halten. Halten? Ja. RTL oder ART? RTL. Klar. RTL Plus. Ja. Nur unsere Doku, oder? Ja, ja. Aktiv oder passiv? Aktiv. Heimtrikot oder Auswärtstrikot? Welches? Ist die Frage. Das Schwarze. Ja, dann Auswärtstrikot. Das Schwarze ist geil. Schwarz ist gut. Ja. Snooze oder Aufstehen? Aufstehen. Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang? So ein schöner. Sonnenuntergang. Ich glaube, Sonnenaufgang sehe ich nicht so häufig. Mit deinen Freundinnen? Ja, natürlich. Okay, geil. Trash-TV oder Doku? Doku. Arm ab oder Arm dran? Der ist schon heavy. Arm ab. Der ist schon hart. Masse oder Defi? 100% Masse. Gehe ich sofort nach meine Frage. Power oder Masse? Masse. Sicherheit oder Risiko? Dann eher das Risiko. Rot oder blau? Blau. Ah, das war wichtig. Nee, blau schon. Espresso oder Cappuccino? Espresso. Du? Auch. Klar, ganz klar so. Klar. Ganz klar. Es gibt keine Diskussion. Lieber Geburtstag im Trainingslager oder am Spieltag? Spieltag. Ja. Wenn du mich fragst, warum? Keine Ahnung. Stimmt. Bringt vielleicht Glück. Warum nicht? Genau das vor. Hm? Gin Tonic oder Moskau Mule? Dann Gin Tonic. Laut oder leise? Ja, was jetzt bezogen? Generell, was liebst du am meisten? Laute Menschen oder leise Menschen? Na, leise, glaube ich. Ich bin eher so der leise Typ. Ja. Hotel oder Ferienwohnung? Ah, Ferienwohnung. Ja, nur noch, ne? Ja. Ja. Großstadt oder Dorf? Großstadt. Ah, nein, Mann. Nein, Mann. Klar. Ja, aber ich komme doch mehr oder weniger hier, direkt genau. Aus dem Ruhrpott. Geh mal erstmal nach dem Dorf und dann... Ich habe 3 Jahre auf dem Dorf gelebt. Junge, Junge. Das Geld muss weg oder sparen? Sparen. Ich bin so ein safe Typ, ey. Ja, bei Sicherheit oder Risiko hast du... Ja, aber das ist anders. Mit Geld ist anders. Mit Familie. Aber so ganz normal mache ich gerne ein Risiko, aber so mit Geld ist, bin ich etwas vorsichtig. Muss weg. Haargel oder Haarwachs?
Havachs. Havachs, glaube ich. Ja, ja, doch. Berufspendler oder zum Training mit dem Fahrrad? Berufspendler. Aber das, wegen, dass ich jetzt so lange Fahrzeit habe. Ich muss ehrlich sagen, dass ich es nur in meiner Karriere gemacht habe, dass ich mit dem Fahrrad nach dem Training gegangen bin. So. Hast du noch nie? Doch, doch. Ach so, doch. Ja, ja, doch. Wenn das Verein kürzer liegt mit dem Fahrrad, aber wenn, sag mal so, über 10 Kilometer ist, dann schön mit dem Auto. Ich habe noch eine. Hast du noch eine? Ja. Ich habe keine mehr. Lachs oder Steak? Das ist eine gute Frage. Steak. Lachs oder Steak? 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 Ja, ja, Steak. Doch? Ja, ja, Steak. Oh, Steak. Hatte ich alles eingeschätzt, muss ich ehrlich sagen. Nein, nein, mittlerweile Steak. Dachte ich am Ende, dass der Lachs trotzdem... Nein, 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 nein. Steak. Okay. Boah, fällt mir jetzt noch spontan ein. Nein, nee, mir fällt nicht sein. Schmilzt ja schon alles weg hier. Okay. Oh. Oh. Nicht, dass der Tisch hier noch abfackelt. Das war Wie tickt eigentlich mit Jo Koppens und Olli Steurer. Und ich glaube, ich habe das meiste bei Jo Koppens richtig beantworten können. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Boah, das letzte war schon professionell, muss man sagen. Ne? Das letzte war schon...